Wahnsinn. Und wenn Sie jetzt die Anmutung von so etwas irgendwo dann sehen und es steht sowas im Regal und man kann es angreifen und Sie nehmen auch dann die Platte heraus und betappen sie nicht so sehr. Oder ich sage jetzt selbst, auch eine gute, schöne CD. Es gibt dort derzeit sehr interessante Wiederveröffentlichungen auf einem extrem hohen Niveau. Wir kommen dann noch zu diesen Formaten, was es überhaupt heute gibt. Dann sage ich, es ist einfach, hat sich herausgestellt, dass eher Pop, Rock, Mainstream-Leute, Technikaffine, sind die, die ihre Kunden für Streaming einmal auf jeden Fall hineinkippen würden. Wenn sie einen erwischen, der Klassik gern hat, der hat auch gern das Booklet drinnen, der wünnet ewig einen halben Tag herunterladen, es sei denn, er ist, wie man sagt, bei uns Wochenstart. Weil wenn sie nämlich einen Beruf haben, so wie wir alle, und sie kommen am Abend nach Hause, dann möchte sie sehen, ob sie nach 14 Stunden irgendeinen Track, das ist ja nur ein Track von einem Mozart-Violinkonzert, das hat drei Sätze. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen drei Konzerte haben. Da brauchen Sie ein Flatrate, das haben wir eh wahrscheinlich schon alle, und Sie brauchen selbst bei mir, bei Channel in Wien, wo ich dann ständig downloade, natürlich andere Sachen, ich komme oft nicht über 214 Kilobit pro Sekunde. Also rechnen Sie das durch, man sitzt da tagelang, ich habe einer dieser jungen Männer, der lädt sich Filme raus, also runter von Amerika, also da geht es ein großer Sport, wegen welchem Film hast du und da, der lädt zwei Tage an einem Film, da ist er natürlich... Das ist was du gemeint hast, diese Jagd. Ja, Jagd. Also ich glaube, wenn Sie einen Klassikmenschen finden, erinnern Sie sich nur ein bisschen an das, was ich sage, versuchen Sie ihn nicht umzupolen. Er will das nicht. In den meisten Fällen die Generation der 40 bis 60 plus oder was es alles da gibt, ist einfach darauf getrimmt, Kulturwerte zu Hause auch irgendwo so herzeigbar zu haben. Die haben gern einen Schmuck, die haben gern ein paar Bücher, die haben gern Schallplatten und sie zelebrieren das auch, wenn sie dazu Zeit haben. Die nehmen sie nicht die Zeit und setzen sie auf unseren Computer doch, und manche an. Schon. Manche muss ich dir ein bisschen widersprechen. Insofern. Ja, ich aber gehen. Ja. Die sind nicht zu unterschätzen. Ich kenne das unmittelbar von Leseranfragen, ja, die dann genau mit dieser Begründung. Sie haben Zeit, ja, und jetzt wollen sie sich endlich mit diesen ganzen neuen Technologien und Möglichkeiten auseinandersetzen. Ja. Aber das Schöne ist, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Das ist